also wir sind halt schon so weit gekommen und wir sind halt schon so weit auch in den Top 10. Und deswegen muss ich heute einfach, es muss halt sitzen. Weil es geht halt jetzt nicht mehr darum, hey, die ist gut, die ist schlecht, sondern es geht um Details. Coco war für mich schwierig backstage. Coco fandst du schwierig backstage. Mhm. Warum? Wenn du so, wenn du einfach du das nicht spürst irgendwie, was, weil es einfach nicht, es war nicht da. Aber es lag glaube ich auch an ihr als Person. Also ich habe irgendwie nicht dieses Schein, dieses Strahlen, diese Lust, das irgendwie zu präsentieren gespürt. Mhm. Dann bin ich gespannt, wie sie das jetzt macht. Wow, boom, direkt getroffen hier die Markierung. I like her attitude and her walk. I think we definitely need to walk on the posing. Ich habe mich einfach komplett auf mich fokussiert und dann musste ich ein bisschen diesen Song denken, I'm on the highway to hell. So, weil ich weiß nicht, ich fand, also nicht, dass ich auf dem Highway to hell bin, aber da muss ich irgendwie mal dran denken. Ich bin jetzt auch positiv überrascht vom Walk. Hi! Hallo. Hi. Ich habe die ganze Zeit immer schon so verschiedene Sachen von beiden Seiten hier gehört. Esther, oh, sie läuft besser als gedacht. Ich höre hier, die Posen könnten ein bisschen besser sein. Ich war backstage, hast du ja auch mitbekommen, ein bisschen unsicher auch mit deinem Outfit. Ich habe das einfach nicht so gespürt. Normalerweise klickt es bei mir, wenn ich ein Model in meinem Outfit sehe und bei manchen dann eben nicht. Und bei dir hatte ich eben leider backstage das Gefühl, es hat irgendwie nicht geklickt. Und als du jetzt hier rausgekommen bist, war ich wirklich positiv überrascht. Also es war wirklich ein starker Walk. Super. Dankeschön. Was hat dir an den Posen nicht gefallen, Carolina? I think it was a little bit too much. And I think it was also repetition of the same pose. Also mir hat es eigentlich gefallen. Sie hat nicht zu viel gepost. Und ich finde, du bist eigentlich so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie du das gerne hättest. Ja. Dankeschön. Ja. Ich muss sagen, dein Shooting fand ich auch sehr gut, Coco. Ja? Hat Spaß gemacht. Also, ich würde eigentlich die Coco gerne in die nächste Runde schon schicken. Weißt du, wo es hingeht? Wohin? Wo sind wir denn hier? Was ist denn als nächstes? Wir sind in Nevada. Und das ist in der Nähe von Las Vegas. Aha. Gehen wir nach Las Vegas? Es geht nach Las Vegas! Ja, schon so herzlichen Glückwunsch! Schön? Du bist die Erste in der nächsten Runde. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ich bin eine Runde weiter. Geil. Ja, ich bin echt überrascht. Muss ich sagen. Dann halt zu sehen, dass andere schon die Fotos bekommen, war natürlich so ein richtiger Schlag ins Gesicht, ne? Aber ich muss sagen, ich habe es mir halt auch einfach selbst verkackt. Ach so, ja, und es geht nach Las Vegas jetzt. Ich werde das Motel nicht vermissen. Auch wenn es cool war, es hatte Klassenfahrt-Vibes, aber Las Vegas, Baby. Wir sind schon hier direkt vor Las Vegas, das ist da und man hat es noch nicht gesehen und ich möchte unbedingt dahin. Der Walk ist besonders wichtig, weil ich jetzt beim Fotoshoot nicht wow hatte. Im Endeffekt kommt man, glaube ich, nicht mal durch mit dem so lala, sondern entweder es klappt oder es klappt nicht. Hey, Olivia, du bist die Nächste. Yes. Wenn du einen Walk hast, die Designerin noch da ist und dir sagt, ey, was sie sehen möchte und du weißt, ihre Meinung wird auch zählen, weil ich trage ihre Klamotten, dass ich sie so in Szene setze, wie sie sich das in ihrer Vision vorgestellt hat. Einfach weil ich das bei dem Schüler nicht hingekriegt habe, möchte ich das jetzt im Rahmen des Walks hinkriegen. I have a
bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy. Das gefällt mir. Ja, aber Rock ist gut, ne? Die Fransen sehen sowas von gut aus. Ja, sie hat jetzt versucht, mit diesen Kordeln zu spielen, die so ein bisschen zum Schwingen zu bringen. I like the way she walks. Yeah. I think it's appropriate what she's wearing. It's not just you have to walk, what I said before, feeling what you're wearing. Hallo Olivia. Hallo Jim. Hi. Hallo Olivia. Es ist ein Traum, was du anhast. Ich liebe das an dir. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand das richtig stark. Dankeschön. And there was an attitude. You gave me a feeling. It was not just like, oh, I'm walking in the desert and the highway, yada, yada, yada. Like, I felt like there was, you know, you were thinking something, you're looking at something, you were transporting me somewhere. Thank you. I liked it. Mm-hmm. Thank you. Fand ich auch. Ich fand auch, das hast du gut umgesetzt. Das Fotoshooting war nicht ganz so. Deswegen sehen wir uns gleich, meine Liebe. Alles klar, bis gleich. Auf Wiedersehen. Ciao. Das kann man aber auch besser machen, den Abgang. Ja, das ist so wie so ein kleines Kind gerade, läuft sie gerade weg. It's like a different person. Yeah. And also, you, when you're on, you always, when you're on, you have to think. You're still, until you're behind the door, nobody sees you in the backstage, you're technically walking away. You're still on stage. Ich hätte natürlich auch gerne ein Foto bekommen, weil dann hat man so dieses Warten nicht. Aber ich weiß, dass mein Fotoshoot eben nicht so gut war. Und Coco meinte zum Beispiel, dass ihr Fotoshoot gestern ja schon richtig gut war. Und dann, wenn der Walk auch gut ist, dann wieso auch nicht? Also sei es ihr gegönnt so, deswegen, ja. Auch wenn Sumaya heute nicht am Set sein kann, möchte sie mich trotzdem mit ihrem selbstgewählten Styling überzeugen. Make-up sitzt, Outfit sitzt, Haare sitzt. Es kann ja einfach nur noch losgehen, ne? So eine Quarantäne ist echt Katastrophe, das bockt überhaupt gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich war wirklich extrem langweilig. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hey, die Mädels, die sind beim Walk. Und dadurch, dass sie beim Walk sind, mache ich einfach meinen eigenen Walk. Ne? Also es ist halt besser als gar nichts. Hello, 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 meine lieben Freunde. Das ist Outfit Nummer 2. Das ist eure Wahl. Es wäre sehr schön, mich selber rocken zu sehen und mich selber zu applaudieren. Also es war wirklich schön so. Dann habe ich mich auch nicht so nutzlos gefühlt, so dieses, du machst die ganze Zeit gar nichts, die Mädels sind beim Walk, du chillst die ganze Zeit, machst nichts. Hab ich einfach mal was Eigenes gemacht. Muss ich ehrlich gestehen, sagen, dass ich sehr viel bei der Esther erfragt habe. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Tipps, die sie mir gegeben hat, mir da draußen auch helfen, dass ich das umsetzen werde. Nice pace, not too fast, not too slow. Yeah, nice legs. I like the look on her a lot. This is not easy with the fringes and long arms and what do you do? Do you move it or no? Not too much. That was a good turn. Yeah. Carolina approved. Yeah, that was a nice, not too genau much. Genau das gemacht, was ich hier gesagt habe. Gut? Ja, das sieht doch toll aus. Oh. Oh. I was like, yes, I'm looking at you, and yes, you are. How do I? And I'm on TV. You are bad. Beep beep. Right? It was You're that a bad long. Bitch. I was like, that was a beautiful turn with the sleeve because these are not easy sleeves, especially sleeves and short skirt and fringes. But you did the beautiful. It was smooth. Esther, was sagst du? Yeah.
Ich kann mich da Carolina nur anschließen. Ich fand's auch super. Schon als ich dich da hinten gesehen habe, dachte ich so, wow. Und du hast dieses Outfit so gerockt. Und selbst wie du da jetzt gerade stehst, irgendwie, du hast immer noch so diese Power und Stärke. Also mich hast du überzeugt. Ich freue mich so, dass ihr beide auch riesengroße Fans von Vivian seid, genauso wie ich. Ja, auf jeden Fall. Vivian, deswegen geht es natürlich für dich in die nächste Runde. Oh mein Gott.